Aber Sie haben tatsächlich eine Menge vor. Danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Jack Barsky ist bei uns, der ein tolles Buch gemacht hat. Der falsche Amerikaner. Sie leben seit langen Jahrzehnten mittlerweile in den USA. Wie denken Sie über diese Debatte? Nur ganz kurz. Was ist der amerikanische Blick darauf, bevor wir uns um Ihre Geschichte kümmern? Ich habe mir das gut angehört. Sehr interessant. Sowas gibt es bei uns nicht. Da schalten die Amerikaner ab. Das ist viel zu tief. Wir wollen alle nur unterhalten werden. Okay. Und noch eins will ich sagen. Deswegen haben Sie auch Donald Trump als Präsidenten, ja, möglicherweise. Ganz, ja, ganz genau. Ja. Und eins will ich noch sagen, vergleichsweise, bei uns sind mit wenigen Ausnahmen alle Jobs befristet. So, da gibt es viele große Unterschiede. Wir sind beide in einem kapitalistischen Lager, aber die Unterschiede sind ganz, ganz groß. Und ich bin sehr froh, nicht in diesem Stuhl zu sitzen. Ja, wobei, in dem amerikanischen Stuhl will man auch nicht sitzen. Das ist das ganz andere Thema. Also, tolles Buch gemacht, Der falsche Amerikaner, Jack Barsky. Und um zu verstehen, was Ihre Geschichte ist, schauen wir uns erstmal ein paar Bilder an. Es ist eine wirklich atemberaubende Geschichte. Man denkt, sowas gibt es nur in irgendwelchen James Bond oder Agentenfilmen. Nein, das gibt es so oder so ähnlich tatsächlich. Am 4. März 2018 werden der ehemalige russische Spion Sergej Skripal und seine Tochter in der englischen Stadt Salisbury bewusstlos aufgefunden und mit Anzeichen einer Vergiftung, wie es heißt, in eine Klinik eingeliefert. Die englische Regierung erklärt schnell, Russland sei sehr wahrscheinlich für den Giftanschlag verantwortlich. Russland weist die Vorwürfe vehement zurück. Der Kalte Krieg scheint zurück. In den 80er Jahren, zur Hochzeit des Kalten Krieges, zieht auch ein Deutscher für den Kampf an der unsichtbaren Front als KGB-Agent in die USA. Albrecht Dittrich ist DDR-Bürger und überzeugter Kommunist. Während seines Studiums klopft es in Jena an seine Zimmertür. Albrecht Dittrich soll Spion werden. Nach jahrelanger Ausbildung beim KGB bekommt er seinen Einsatzort. Die USA. Aus Albrecht Dittrich wird Jack Barsky. Barsky lernt die amerikanischen Gepflogenheiten kennen, arbeitet zunächst als Fahrradkurier und spitzelt im Geheimen für die Sowjetunion. Obwohl in der DDR bereits verheiratet, heiratet er auch in den USA. Ein Kind macht das Bild einer typisch amerikanischen Familie perfekt. Hat man so zwei Schubladen im Gehirn. Die eine, da steht drauf Amerika, die andere steht drauf Deutschland. Und wenn du in Deutschland bist, dann machst du die amerikanische zu. Und wenn du in Amerika bist, dann machst du die deutsche zu. Ende 1988 kommt ein Befehl des KGB. Komm nach Hause oder du bist tot. Barsky ignoriert es, meldet sich nicht und täuscht eine AIDS-Erkrankung vor. Daraufhin verliert der KGB das Interesse an ihm. Der Kontakt bricht ab. Erstmals lebt Jack Barsky das Leben eines normalen Amerikaners und merkt nicht, dass er gleichzeitig jahrelang offenbar vom FBI observiert wurde. Der Agent Joe Riley tarnt sich als Ornithologe, bezieht das Haus nebenan und verwanzt sein Haus. Für das FBI war es damals einer der wichtigsten Fälle. Im Mai 1997 wird er schließlich vom FBI gefasst. Er kooperiert mit den amerikanischen Behörden, entgeht so einer langjährigen Haftstrafe und ist heute Staatsbürger der USA und heute Abend unser Gast. Herzlich willkommen, Jack Barsky. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wahnsinn, Herr Barsky. Also, ganz kurze Frage, ich habe viele Fragen an Sie. Allererste Frage, haben Sie im Moment mit Blick auf das, was Sergej Skripal und seiner Tochter passiert, haben Sie Angst? Jetzt muss ich mal ehrlich mit mir sein. Ja, ich habe Angst und ich habe immer noch Angst und das wird wahrscheinlich nie weggehen. Das kriegt man eben nicht los. Man kann es unterdrücken, aber nicht wegkriegen. Apropos unterdrücken, ich meine, Sie haben so viel unterdrückt in Ihrem Leben. Ich habe mich in der Beschäftigung wirklich gefragt, gab es den Punkt, an dem Sie dachten, jetzt werde ich irre, ich werde verrückt. Ich meine, Sie heißen Herr Dittrich. Ja. Ich würde Sie gerne mit Herr Dittrich ansprechen. Sie tragen aber den Namen eines toten, 11-jährigen amerikanischen Jungen. Ja, da kann man noch eine ganze Menge darin rumbohren, weil das ist so, wenn man so ein Leben anfängt, dann ist es, als ob man sich auf ein Fließband setzt und da kommt eben nur Schlimmes. Am Ende kommt nichts Gutes raus.
Und irgendwie muss man damit mit auskommen. Ich, einige Sachen, die stecke ich eben weg und an denen denke ich nicht mehr. Allerdings ist es mir auch schon, ich hatte mal eine große Krise, wo es mir allerdings in den USA schon sehr gut ging. Mein, der Mann, der mich gefangen hat, der Herr Riley, ja? Ja, der hat mal, das ist ein Zitat von ihm, dass er weiß, dass Leute wie ich normalerweise sich entweder zu Tode trinken, Drogen nehmen oder sich ermorden, Selbstmord begehen. Ich habe es geschafft, sozusagen. Aber ich habe noch mal eine neue Chance bekommen und das hat mich gerettet. Ich meine, Schizophrenie, ja? Also wirklich schizophren. Ja. Hatten Sie diesen Punkt jemals? Ich meine, Sie leben in Amerika, Sie haben das gerade auch erzählt. Sie leben das ganz normale bürgerliche Leben eines Amerikaners. Mit Frau, Kind und Hund und allem, was dazu gehört. Und zurück in Deutschland leben Sie das exakt gleiche Leben. Kein Hund. Kein Hund, okay. Keiner darf. Eigentlich auch Angst vor den Ehefrauen haben, oder? Keiner darf. Ja, verquatscht man sich nicht mal, wo ist denn der Hund? Nee. Bubi oder nee, zum Beispiel. Gar nicht. Nie passiert. Das ist so krass. Okay, das ist nie passiert. Aber ich habe mir. Nee, auch nicht. Ich habe mir eine künstlich doppelte Persönlichkeit erschafft, ja? Ja. Und tatsächlich. Ich bin alle zwei Jahre wieder nach Deutschland zur Erholung und so gefahren. Da wurde ich plötzlich Albrecht Dittrich. Und dann wieder zurück. Plötzlich hat sich Jack Barsky auf seine Arbeit gefreut und auf seine Arbeitskollegen. Und das hatte ich total getrennt. Aber was mit der Familie? Was ist mit Kindern beispielsweise? Ja, da gibt es Kinder, die freuen sich, ihren Papa endlich wieder in die Arme zu schließen und ahnen nicht, dass es da noch ein anderes Kind gibt, für das derselbe Papa auch Papa ist. Ja, meine Tochter war zu klein, um da noch was mitzukriegen. Sind das Ihre beiden Familien, die wir hier gerade sehen? Ja, genau. Das ist aber die dunkelhäutige Dame, das ist meine dritte Frau. Das ist nicht okay. das ist meine letzte Chance sozusagen. Aber mit meinem Sohn hatte ich nie so eine richtig gute Beziehung. Ich hatte nicht genug Zeit, mich in ihn zu verlieben. Und da gab es mal eine Situation, als ich da war, 5 Jahre alt, da bin ich nach Hause gekommen und habe meiner damaligen Frau eine ganze Menge schöne Sachen mitgebracht. Und da hat er gesagt, der Onkel ist aber nett. Das hat mir wehgetan. Ja. Ja, nachvollziehbar. Wenn man mal reingeht in diese Geschichte, wie wird man Agent? Das ist mehrfach eben gefallen. Sie waren ein sehr begabter Student. Ja. Sehr talentiert. Ja. Einer der besten Abschlüsse überhaupt. Ja, ich war immer der Klassenbeste. Genau. Ja. Sie sind das, was man ein Brain nennt, ja? Ein Superhirn sozusagen. Das heißt, der Weg war eigentlich vorgezeichnet. Sie sollten Chemiker werden wahrscheinlich. Chemiker werden. Möglicherweise hätte ich in der DDR dann auch in die Politik reingepasst. Mhm. Gott sei Dank, das ist nicht passiert. Ja. Aber Sie waren glühender Kommunist. Ja. Das heißt, Sie waren sehr überzeugt von diesem System. Unbedingt. Sie haben das auch nicht in Frage gestellt? Nee, ich bin im Tal der Ahnungslosen aufgewachsen. Mhm. Da gab es kein Westfernsehen. Mein Vater war Parteimitglied. Da gab es überhaupt nichts. Ja, und Sie waren jung. Ich meine, Sie waren enthusiastisch und leidenschaftlich, wie junge Menschen eben. Genau. Da sehen wir Sie in diesen jungen Jahren. Als Sie noch Herr Dittrich waren, ja. So, und dann kommt dieser Tag, Studentenwohnheim, Jena, glaube ich, war es. Ja. Sie haben erzählt, Sie mochten diese Stadt sehr. Ja. Weil Jena tatsächlich auch eine schöne Stadt ist. Und Sie hat sich eigentlich ausgemalt, dort in Jena, da gab es damals viel Arbeit, da werde ich meinen Weg machen, da werde ich meine Karriere machen. Und Professor werden, okay. Und dann klopft es plötzlich an die Tür. Sie machen diese Tür auf, wer steht vor Ihnen? Ja, jemand, den ich nicht kannte. Die Tür habe ich nicht aufgemacht. Denn normalerweise, wenn da einer beim Studentenwohnheim, ein Student kam, der hat angeklopft und ist reingegangen. Da hat man nicht gewartet. Okay. Das war nur, ich komme jetzt mal rein. Und da ist keiner reingekommen. Und dann habe ich ihm gesagt, kommen Sie doch mal rein. Da wusste ich schon, dass es ein Fremder sein wird. Und sobald er den Mund aufgemacht hat, das war der einzige Mann, der irgendwie was mit der KGB zu tun hat, hatte, den ich nicht leiden konnte, von Anfang an. Er hat den Mund aufgemacht und hat gesagt, ich bin von Carl Zeiss, ich möchte mal mit Ihnen über Ihre Zukunft reden. Ich bin von Carl Zeiss, nicht von KGB, nö, von Carl Zeiss. Ah, ja. Und das war ja in der damaligen Zeit in der DDR, sowas gab es nicht. Ja, man wurde nach Studiumabschluss wurde man irgendwo hingeschickt. Und ich wusste schon, dass da was nicht stimmt. Da habe ich gedacht, Stasi, ja. Und da haben wir so ein bisschen rumgequatscht und nach ein paar Minuten hat er gesagt, nee, ich bin ja eigentlich nicht vom Carl Zeiss, ich bin von der Regierung. Meine Gedanken waren, ihn mal zu fragen, von welcher Abteilung der Regierung er kommt. Aber ich habe es das sein gelassen. Da hat er mich dann gefragt, ob ich mir mal vorstellen könnte, irgendwann mal für die Regierung zu arbeiten. Und ich habe gesagt, ja, aber nicht als Chemiker.
So, wir haben dann so zwischen den Zeilen uns unterhalten. Und der wusste, was ich damit meine. Und dann haben wir uns nochmal getroffen. Und plötzlich hat er mir einen Russen vorgestellt und hat gesagt, wir arbeiten mit unseren sowjetischen Genossen zusammen. Naja, und so war ich denn beim KGB. So einfach ist das. Ist ja eine Lebensentscheidung, die man da trifft. Ja, zu der Zeit war noch keine Entscheidung. Das war 18 Monate lange Abtasten. Man weiß ja nicht, was man da einsteigt. Und die wollen ja auch wissen, ob ich tatsächlich die Fähigkeiten habe, die man so haben muss. Da gibt es eine ganze Menge Charaktereigenschaften, die man haben muss. Erstmal psychisch und emotional vor allen Dingen verkraftet, was da ganz genau. Und ich war ein ziemlich verhärteter, kalter Mensch. Wissenschaftler, alles mit dem Gehirn. Mhm. Gefühle hatte ich unterdrückt. Ich hatte auch keine enge Beziehung mit jemandem. Es war immer nur ich und ich will immer noch besser werden und you know, der beste Professor in Jena werden eines Tages. Ja, sehr, sehr ehrgeizig. Wie findet dann so eine, ich habe in den 80er Jahren viel Bücher über genau dieses Thema gelesen, dass mich das immer wahnsinnig fasziniert hat. Also einem anderen Menschen eine vollkommen andere Identität überzustülpen gewissermaßen. Ja. In Ihrem Fall hat man, ich glaube, so ist das oft abgelaufen, einfach auf dem Friedhof den Namen eines 11-jährigen amerikanischen Jungen gefunden. Das war sehr typisch, ja. Hat man oft so gemacht. Hat gesagt, okay, und wir besorgen uns dann einen Geburtsschein auf krummem Weg und so weiter. Und dann gibt es plötzlich einen Pass. Das ist bekannt. Gesagt, nicht einen Pass, aber genug Dokumente, um dort leben und arbeiten zu können. Okay. So, aber dann kommt das Entscheidende. Die Frage, wie bildet man, also das ist sozusagen der erste Teil der Legende. Ja? Plötzlich werden Sie, aus Herr Dietrich wird Jack Barsky. Aber das Entscheidende, was im Kopf stand, Sie müssen Amerikaner werden. Genau. Wer hat Sie ausgebildet? Wer hat Sie sprachlich so fit gemacht? Wer hat Sie mit den Gepflogenheiten klar gemacht, dass Sie das dann irgendwann konnten? Glaubwürdig in Amerika so leben, als seien Sie einer von denen. Ich bin für 2 Jahre nach Moskau befördert worden und habe dort mit einer Amerikanerin mich 2-mal in der Woche getroffen. Das war so ziemlich die ganze Sprachausbildung. Ich habe dann sehr viel selbst gearbeitet und ganz besonders die Aussprache, da musste man ja jeden Abend eine halbe Stunde mir die Tonbänder angehört und das wiederholt. Und es ist sehr langweilig, aber so ist es mir dann eben gelungen, die Sprache so zu beherrschen, dass man kaum was hören konnte, dass ich noch aus Deutschland komme. Was man mir nicht beigebracht hat, ist, wie ein Amerikaner sich benimmt und wie er sich verhält. Und die Kultur ist ja, man kann ja nicht so sagen, ich spreche die Sprache, aber das ist nicht genug. Ich habe eine ganze Menge Unfug gemacht, weil ich eben nicht genau wusste, was da passiert. Was war der schlimmste Fettnapf, wo Sie dachten, okay, jetzt erwischen Sie mich, jetzt haben Sie mich? Das Lustigste war eigentlich, möglicherweise nicht schlimm, aber das Lustigste war, als mir mal jemand Marihuana-Zigaretten verkaufen wollte. Ja. Und der kam dann an mich ran und sagte, smoke, smoke, smoke. Und in Moskau zu der Zeit, das bedeutete, die wollen Zigaretten haben. Dann habe ich ihm ein paar Zigaretten gegeben. Und der hat mich so ganz doof angeguckt. Ich habe keine Ahnung, warum. Ja, wenn da ein Beobachter beigestanden hätte, der hätte gesagt, was ist denn mit dem los? Und wahrscheinlich das Gefährlichste war, dass ich noch mal als Klassenbester die Universität absolviert habe. Da ist mein Ehrgeiz mit mir durchgebrannt. Welche Universität war das? Es war eine wirtschaftliche College vom City University, Baruch University. Und das ist höchstwahrscheinlich das erste und einzige Mal, dass ein aktiver kommunistischer Agent bei einer amerikanischen Wirtschaftsuniversität die Abschlussrede gehalten hat. Das haben Sie gemacht. Aber das war doch gefährlich. Ja. Ja, aber es ist eine Geschichte. Ja, es ist eine Geschichte. Ich sollte doch nicht auffallen. Ja. Da waren Sie aufgefallen natürlich, ja, logischerweise. So, und dann die Frage, wie bringt man jemanden dann dahin, wo er sein muss? Also erstmal brauchen Sie so diese, was braucht man? Erstmal so eine unauffällige Vorstadt-Idylle, so wie in Desperate Housewives? Man lebt so Tür an Tür? Nee, das ging ganz anders. Ich bin dort eingeschleust worden und habe dann erstmal ein Jahr lang in so einem miesen Hotel gelebt, weil ich ja nicht so viel Geld hatte. Wo war das? Das war in Manhattan. Aha. Und mir die Dokumente erarbeitet, sodass ich endlich mal arbeiten konnte. Woher hatten Sie Geld? Ich hatte Geld mitgenommen und als es dann alle war, dann gab es auch tote Briefkastenoperationen, wo jemand da irgendwo so eine olle Ölkanne hinschmeißt und ich nehme die auf und dann knacke ich die auf und das Geld drin. Nehmen Sie uns bitte nur an diesem kleinen Beispiel mal einmal mit, wie geht das? Wie kriegt man mitten in Manhattan Geld vom KGB? Ah, das war nicht in Manhattan. Wenn man keine Bank benutzen kann. Irgendwo in einem Park, ja. Da ist irgendwo, sagen wir mal, ein Baum mit. Wie nimmt der erstmal Kontakt zu Ihnen auf oder Sie zu dem? Morse Code, Kurzwellenradio.
Kurzwellenradio? Kurzwellenradio. Sie morsen nach Moskau oder wie? Nee, ich habe nicht gemorst. Die haben zu mir. Die haben zu Ihnen gemorst? Ich hab Briefe mit Geheimschrift gesendet. Was heißt das? Geheimschrift. Na ja, da schreibt man einen Brief und dann kommt noch geheime Schrift drauf. Die kann keiner sehen, die muss entwickelt werden. Ist doch klar. Ist doch klar. Ja, wie man das so macht. Das heißt, das ist diese unsichtbare Tinte, ja? Ja, genau. Wie macht man die dann sichtbar? Wie funktioniert das nur für uns wenigen, die wir nicht im Spionage-Business sind? Das weiß ich nicht. Mein bester Freund könnte das erklären. Der hat im Labor bei der Stasi gearbeitet und Geheimschriften entwickelt. Mit all diesen Dingen haben Sie wirklich gearbeitet? Ja. Also, Sie wurden angemorst. Das war ganz normal. Sie haben lustige Briefe geschrieben, auf denen offiziell nichts stand und so weiter, außer schöne Grüße aus New York. Naja, da war eine ganze Menge. Das war ein normaler Brief. Der musste so aussehen, als ob er total normal war. Genau. So, und dann, wie geht dann so eine Geldübergabe? Also Geldübergabe ist, wie gesagt, da suchte ich mir so Orte aus, die man gut beschreiben kann. Und so, wie zum Beispiel im Park in einer abgelegenen Stelle ein Baum mit der Höhlung da. Und dann gab's dann wurde ich dann zu Operationen aufgefordert. Und an einem schönen Sonntag, da machte ich mich auf die Strecke. 3 Stunden vor der Operation habe gemerkt, immer rund mich umgeschaut, ob ich nicht verfolgt werde. Und dann ging ich dann an irgendeinem Lampenpfahl vorbei, Lampenposten, und da war so ein Kreidestrich. Das bedeutet, aha, der Container ist schon da. Und dann bin ich dann hingegangen, habe das Ding mir aufgenommen und dann habe ich einen Kreidestrich woanders gemacht. Das bedeutet, ich hab's. Und dann bin abgeholt. Dann bin ich nach Hause gegangen. Was war der Container? Wo war das drin? Das war eine olle Ölbüchse, die so ein bisschen zusammengepatscht war. Die lag da einfach rum? Die lag da einfach rum, Da lag der Ölbüchse im Park. Ja. Und innen drin wie viel Geld? $10,000. Das ist so für heute Verhältnisse wäre es ungefähr 30.000. Es war so ungefähr so dick. Ich hatte nicht genug Werkzeuge im Hotel, da hatte ich nur ein Messer und Gabel. Das hat mir 2 Stunden gedauert, das Ding aufzubrechen. Aber es ist trotzdem ein guter Stundenlohn, finde ich. Ja, guter Grundlohn. Ja. Wow. Kapsel, Herr Barsky, wenn Sie sagen, so geheime Signale, als es irgendwann diese Warnung gab, pass auf, du bist in Gefahr, die aus irgendeinem Grund, den Sie ja selber auch gar nicht so richtig kennen, war man in Moskau offenbar zur Überzeugung gekommen, Sie sind in Todesgefahr. Ja. Sie sind kurz davor aufzufliegen. Wie teilt man Ihnen sowas mit? Das war eine verabredete Stelle, wo man Zeichen stellen konnte. Und dieser rote Punkt, der da war, das war das höchste Gefahrenzeichen. Ja. Jetzt musste weg. Roter Punkt? Roter Punkt, der war so ungefähr so groß wie meine Faust. Das heißt, Sie leben dort Ihr Leben. Sie laufen durch die Gegend und es gibt eine bestimmte Stelle. Das ist auf der Weg zur Arbeit. Jeden Tag bin ich an dem Ding vorbeigelaufen. Und da habe ich mir aus Gewohnheit immer den Pfahl da angesehen. Über Jahre hinweg? Ja. Man vergisst das auch nicht? Man macht sich das zur Gewohnheit, immer dahin zu gucken. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn Sie laufen da jetzt jahrzehntelang, laufen Sie da immer dran vorbei? Man gewöhnt sich so daran, dass es alles normal scheint. Das verstehe ich. Aber dann plötzlich bricht in diese Normalität sozusagen das Ding ein, das Ereignis, von dem Sie wüssten, okay, theoretisch kann es das mal geben, aber praktisch wird es wahrscheinlich nicht passieren. Nee. Und plötzlich prangt da dieser rote Punkt. Was geht einem denn da durch den Kopf? Das war, ich kann das Wort wahrscheinlich im Fernsehen nicht sagen. Scheiße. Genau. Ja. Jedenfalls, jetzt wusste ich, jetzt kommt das Ende. Und da ich ja hier eine Familie hatte und da eine Familie, jetzt ich hatte immer auf Zeit gespielt. Jetzt war der Moment der Entscheidung gekommen. Allerdings konnte ich immer noch ein bisschen auf Zeit spielen. Ich bin da gleich zur Arbeit gegangen und habe gesagt, dann wollen wir mal noch ein bisschen warten. Die wussten ja nicht, ich konnte ja im Krankenhaus.